Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwie so eine Dingens bekommen in der letzten Folge, womit wir was rausfinden müssen. Oh, hier haben wir auch noch ein paar Planken, ein bisschen Schrott. Hinweis aufnehmen. Jetzt haben wir hier offen. Okay, aber trotzdem, wir gucken uns gedämpfter Befehl. Okay, aber als allererstes Serial Lane, Bazaar Street und Partisan Road. Wir müssen, glaube ich, hier ein paar Läden absuchen. Wahrscheinlich reingehen oder so. Gehe ich mal von aus. External Lane? Exterior Lane? Hier ist der Burgerladen. Hier. Hier vielleicht irgendwo ein Hinweis? Oben war auf jeden Fall eine Tassenkombi. Okay, warte mal, das muss ich mir mal aufschreiben. Das ist ja die zweite Zahl, glaube ich, gewesen, laut dem hier. Genau, das zweite ist die 8. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Kennzeichen der Städte hier, der Häuser hier machen müssen. Dann haben wir da noch einen Laden. Hallo. So. Das ist 4 VR Arcade. Wie heißt denn die Straße hier? Python Street, ne? Das ist Tranquil Street. Okay, die erste, das ist die 4. So, einmal notiert. Partisan Street. Da müsste das hier. Ne, Road. Müsste hier irgendwo auch noch ein Laden sein. Partisan Road. Müsste hier noch weitergehen. Partisan Road geht hier weiter. Dann mal noch. Floating Fashion ist die 3. Das, also die vierte Zahl ist die 3. So, welcher fehlt noch? Der Friseur. Nun, wir haben wieder Hunger, wie ich sehe. Ja, ja. Wo ist denn der Friseur? Bazaar Street war das, glaube ich, oder? Bazaar Street, okay. Das heißt, hier, da haben wir das. Das ist die 1. Aua. Ja, wir... Ich gehe mal von aus, wir haben jetzt alle. Und dass das vielleicht das als Code ist. So, jetzt hier runter. Wir haben aber auch ein paar Münzen. Wir haben 7 Münzen. Was können wir von den 7 Münzen uns noch eben schnell holen? Die kosten alle 1. Das sind 6 Stück. Gibt es hier noch irgendwas für eine Münze? Ein Wasser. Und hier könnten wir für 4 holen. Den haben wir ja schon, den brauchen wir nicht noch einmal. Die brauchen wir nicht. Ach, schauen wir uns ein andermal vielleicht an. So, dann gehen wir jetzt mal nach ganz oben. So. Emergency Bridge Lounge.
Also 4, 8, 1, 3. Können wir hier einfach so runterspringen? Da ist was runtergefallen, dort auf jeden Fall, da hinten auch. Jo. Da unten ist es. Nein. Und jetzt. Wo ist Bruce? Ich habe keine Ahnung, wo Bruce ist. Wir lassen Bruce aber mal ein bisschen zurück. Okay, interessant, dass wir das Ding jetzt ins offene Meer geschleudert haben. Alles klar, hier geht es auch noch rein. Noch ein Bauplan? Nein. Was haben wir hier? Neue Notiz hinzugefügt. So. Varuna Point, das ist das nächste. Eins, zwei, drei, null. Was haben wir hier? Wassertank aufnehmen. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch im Inventar? Genug. Ich bin froh, dass wir den Rucksack gefunden haben. Ich hoffe, hier sind noch ein paar Münzen. Vielleicht können wir doch noch ein bisschen mehr gleich einkaufen. Ich glaube, dass das jetzt so unordentlich ist, es uns zu verschulden. Dass hier so ein Chaos herrscht. Hier haben wir noch so eine Kiste. Nice. Noch mehr explosives Pulver. Geil. Vielleicht kriegen wir noch die Chance. Hier haben wir noch eine Notiz. James Tully. Da sitzt ja jemand. Tangaroa City was built on a purely theoretical basis, using engines that are barely. Mit der quatschen wir gleich. Held together by the sweat tears of our crew, but we would never sustain it. I should have accepted that months ago. When the rafters arrived, I could have let them starve with us, but I didn't. The only right choice was to abandon Tangaroa to the waves. Now I will stay here, trapped in the cockpit with two dozen idiots who used to run the world. Don't worry, we'll pay for our sins before the end. So, dann müssten wir jetzt. Oh, you there! Get me out of this thing! Oh, thanks. Next time I would appreciate a heads up before launching. I tried to leave when the first shots were fired. Neuer spielbarer Charakter, Elaine. Ich bin mir aber nicht sicher, wofür wir die brauchen sollten. So. Aber egal, wir schwimmen da mal wieder zurück. Ich glaube, Tangaroa haben wir abgeschlossen. Ich hoffe, Bruce ist nicht unten im Wasser da. Okay, Bruce ist nicht in der Nähe. Dann können wir auf jeden Fall wieder zurück aufs Schiff. Das haben wir beendet. Und dann will ich jetzt wissen, was ich da mir jetzt im Wassertank geholt habe. So, dann erstmal den Weg suchen, finden. Agonische Maid ist.
hier noch nicht. Das heißt, ein bisschen weiter da hinten. Aber hier werden wir, wenn wir Holz brauchen, definitiv nochmal herkommen. Da ist immer noch nicht unsere agonische Maid. Da, da ist sie. Und wir müssen gleich definitiv was essen. Zu essen haben wir jetzt erstmal nichts. So. Autsch. Danke, Bruce. Aber wir sind hier für wenigstens fertig. Dann können wir hier wieder Anker lichten. So, und einlagern. So. Haben wir alles drinne. Die großes Lager und Wassertank auf jeden Fall. Was können wir hier reinpacken? So, dann tauschen wir das mal. Den Haken hier rein. Der Pinsel kann hier hin. Der bleibt aber auch bitte hier. Den lassen wir als Ersatz noch bei uns auf Tasche. So. Ach komm, die Angel lassen wir auch hier. Also, bevor wir das machen, erstmal nach oben lernen. Dann glaube ich, brauchen wir jetzt haben wir Hunger. Okay, schnell was zu essen holen. Also wir haben immer noch Schrott auf Tasche. Was können wir schnell essen? Die Kokosnuss. Da machen wir die Kokosnüsse alle. Ja, komm, machen wir auch komplett weg. Also, wir haben ja jetzt jede Menge Schrott. So, was brauchen wir? Wir haben ja hier ein paar neue Sachen. Kontrollpunkte. Ermöglicht es dir, alle Motoren von einem Ort aus zu steuern. Warte mal. Hoppala. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Okay, dann eben hier. Nehmen wir den ganzen Schrott mal mit. Plastik nehmen wir auch schon mal ein bisschen was mit. Das nehmen wir schon mal mit. So, Leiterplatte. Was brauchen wir dafür? Warte mal. Leiterplatte. Ah, okay. Packen wir das mal mit. Dann war das hier. Okay, dann haben wir den schon mal. Jetzt ist die Frage, wo packen wir den hin? Warte mal, dann packen wir mal vielleicht so hin. Ich glaube, das müssen wir mal anders setzen. So in der Art.
Warte. Jetzt will ich wissen, in welche Richtung gehen die jetzt? Der ist in die Richtung. Ah, okay. Wenn ich den jetzt nochmal bewege, da hinten. Wo geht's dann? Jetzt will ich es wirklich wissen. Jetzt ist das in die andere Richtung gedreht, okay. Und hier auch. Also es achtet schon, in welche Richtung es geht. So. Aber wir wollen schon in die Richtung es haben. Also jetzt müssen wir, glaube ich, stehen bleiben. Okay, das ist super, das Ding, auf jeden Fall. Ich will das jetzt aber mit Anker einmal sehen, ob das auch wirklich runter ist. Muss ich halt jetzt ein bisschen rennen, hin und her. Ist das nicht für einen Anker gewesen? Okay. Warum läuft das jetzt mit dem Anker nicht? Müssen die irgendwie miteinander verbunden sein, oder? Muss der in der Nähe sein? So, toll. Dass die Scheiße auch noch hier bei mir im Weg ist. Ich will das eigentlich nicht so weit weg haben. Lass ich mir raten, der muss jetzt eher näher dahin. Ich lasse den mal hier. So, jetzt erst einmal auch noch schauen. Wir hatten ja noch ein paar Sachen mehr. Die Frage ist nur, wo? Da, Reiniger. Titanbarren und noch eine Leiterplatte. Okay, Leiterplatte. Wir brauchen wieder Kupferbarren. Wie viele brauchen wir dafür? Zwei Kupferbarren. Ne, warte, hier. Eine Leiterplatte, okay. Keine Titanbarren mehr. Wir haben keine Titanbarren mehr. Warte, genau. Müssen wir die jetzt erstmal alle wieder herstellen, ne? Achso. Dann hier rein. Nichts. Hier haben wir nichts. So. Die Dinger will ich nicht da rein tun. Also wir haben genug davon. Davon auch. So, für hier haben wir auch mehr als genug. So, ist hier irgendwas drinnen? Nope. Tarnbarren ist wichtiger und Kupfer. Dann brutzeln wir das Zeug erst einmal. Dann kann ich mal schauen, was haben wir eigentlich noch? Wir haben hier ja den elektrischen Reiniger. Winkler. Was haben wir hier? Neues. Ladegerät. Auch nochmal 4 Titanbarren.
Und hier nochmal Rohre. Da brauchen wir nur Schrott. Wasserrohr. Okay. Und hier ein Tank. Da brauchen wir auch Titanbarren. Warum ist Titan so teuer? Und hier Lagerräume. Großer Lager. Bietet Platz für viele, für wirklich viele Gegenstände. Planke, Kunststoff, Scharnier, Titanbarren. Alter, wie viel Titan wir brauchen werden. Und auf wie viele Batterien dann wir auch brauchen werden wahrscheinlich. Sonst haben wir hier jetzt nichts Neues, ne? Okay, bisher noch nichts Neues. Also so spät ist es, da gehen wir lieber vielleicht mal pennen. Dann wollen wir. Hallo Bruce. Wollen wir noch mal schauen. Welche Koordinaten brauchen wir jetzt? 12:30. Also. Nee. 1, 2, 3. Dann hier 0. Wir sind schon im Grunde auf dem Weg dahin. Okay. Ja, machen wir das mal. Ne? Achso, hier ausschalten. Wir müssen ja Strom sparen, weil wir noch kein Ladegerät haben. Und noch nicht so viel Titan. Und wir müssen was essen. Wir brauchen Nahrung wieder. So, da können wir eigentlich Gemüsesuppen machen, jede Menge. So, dann packen wir das noch hier rein. Wie viel Glas wir haben. Wir könnten eigentlich jetzt mal hier die noch ein paar von den Lampen herstellen. Das müsste reichen. 6 Stück haben wir jetzt. So, dann packen wir das erst einmal hier hin. Haben wir unten alles? Ich glaube, hier haben wir noch nicht alles beleuchtet, oder? Hier könnten wir auch noch irgendwas hinmachen. Ich glaube, hier würde sowas cool aussehen. So über dem Anker. Ja, so sieht er geil aus, finde ich. Man könnte mal hier auch nochmal so einen machen. Okay, das funktioniert. Na, immerhin. So. Also oben erstmal, genau. Hier unten haben wir dann erstmal. Hier haben wir Lampen. Hier nochmal. So. Ah, geil. Und hier machen wir hier eine. Komm. Müsste hoffentlich reichen. Dann haben wir noch 2. Hier planen wir mal ein andermal. Hier könnte man hier in eine setzen und hier könnte man, ja komm, sagen wir, hier tun wir den mal dahin. So, wie sieht's aus mit dem Titanbarren, weil wir kein Holz mehr drunter haben. Da haben wir Holz.
Okay. Wie viel haben wir jetzt? Nur eine auf Tasche? Okay. Achso, wir haben jetzt die gekochten Rüben mitgenommen. Die wollte daraus jetzt kochen. Also dann brauchen wir aber erstmal nochmal wieder Wasser. So. Weil wir gleich ansonsten wieder verdursten werden. Irgendwann. Hoch. Und wie sieht's aus? Ja, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!